Du sollst auch Essen kriegen. Jetzt rennen die alle durcheinander. Die Wesen sind beschäftigt, ja. Och. Ich hoffe, es wird nicht zertrampelt von den Destralen. Ich werde die mal einfangen. Und ins Gehege bringen. Ich passe auf dich auf. Mondkelb. Na? So ein kleines. Müffler, den recht in der Nähe nördlich von Hogwarts. Recht nah am westlichen Teil des verbotenen Waldes. Okay, guck ich gleich mal nach. Ich eh gleich unterwegs bin. So, jetzt brauchen wir noch. Mami ist noch unterwegs. Jetzt ist alles gut. Mami Destral müsste hier noch irgendwo unterwegs sein. Oder nicht? Habe ich die schon? Mein Endestral müsste hier noch rumlaufen. Aktive Tierwesen. Da fliegst du. Wir sind beide noch draußen. Links von der Flohflamme mit Jackdaw oder leicht links neben von. Okay, ich guck gleich mal. Ich muss hier erstmal noch einen Destral fangen. Beruhige dich. Ich tue dir ja nichts. Hallo Deke, es wird dich freuen zu hören, dass ein Testraljunges geboren wurde. Wie schön, dass es nun mehr Testrale auf der Welt gibt, diese missverstandenen Kreaturen. Es tut mir leid, dass du auch Testrale siehst, Deke. Diese majestätischen Tierwesen zu sehen. Manchmal wünschte ich, Deke, er könnte das nicht. Doch Deke ist selbst schuld. Was meinst du damit? Vor Jahren sollte Deke seinem Meister helfen, einen Phönix, das seltenste aller Tierwesen, zu fangen. Der Meister hatte ihn auf einer Klippe entdeckt. Der Phönix war das schönste Wesen, das Deke je gesehen hatte. Deke flehte den Meister an, ihn in Ruhe zu lassen. Als Deke zögerte, die Klippe wie befohlen hochzuklettern, musste er sich selbst bestrafen. Während Deke sich bestrafte, wurde der Meister immer wütender und richtete voller Zorn seinen Stab gegen den Phönix. Der Phönix wollte seine Eier beschützen und schoss vor Angst und Wut vom Nest herab. Bevor Deke reagieren konnte, stürzte sein Meister von der Klippe. Deke blieb tagelang auf der Klippe und bestrafte sich selbst, bis Tobbs ihn fand. Okay. Ich wollte Perry das Schnabelchen. Okay, interessant. Ich will es nicht wissen. Das klingt, als hätte dein Meister bekommen, was er verdient hat. Deke wollte nie, dass jemand verletzt wird. Weder der Phönix noch Tobbs. Nicht einmal der Meister. Deke fragt sich oft, was wohl aus diesem Phönix wurde. Deke hat Glück, in Hogwarts zu sein und bei der Rettung von Tierwesen zu helfen.
Vielleicht kann Deke wieder gut machen, was geschehen ist. Ich mag meinen Charakter. Nämlich gut erstellt. So. Dann lassen wir mal den. Das Junge des Drachen und seine Eltern hier in die Wildnis. Nein, nicht in die Wildnis, sondern hier ins Gehege. Na komm, kleiner Strahl. Kriegst du auch einen Ball? Auf G spielen. Auch Süßi. Und die Blut greifen, dann werden sie sich gut verstehen. Und das ist die Mondkälber und das andere Gehege. Knullenmuffs sind leider zwei männliche. Dann müssen wir noch ein weibliches fangen, um da zu paaren. Och, süß. Die drei hier nach Größe aufgestellt. Och, die Vierwesen sind hier viel zu süß. Die braucht auch ein Spielzeug. Der Popelball für die Knüppelmuffs. Da kommt der andere gerollt. Sehr widerlich. Mondkalb Family. Höchst widerlich, der Popelball. Du hast verpasst, wie wir vorhin im Gryffindor Gemeinschaftsraum waren. Da ich mich... Da bin ich aus Versehen durch die... Mit dem Flugzeug, wollte ich schon sagen. Mit dem Besen durch die Wand gebracht, ohne es zu wollen. Dann habe ich es einfach mal ausgenutzt und bin dort gelandet. Das kannst du in einem halben Jahr auf YouTube nachgucken. Na, VOD werde ich nicht hochladen bei YouTube. VOD gibt es auf YouTube. In den Parts. Auf Twitch gibt's live. So, wir haben eine Quest zu machen. Erstmal Hawkins Aufgabe und dann Owens Aufgabe und dann Weasley. Ah, es gibt Essen, Good Luck beim Finden der Dehns. Aber das sollte schon gehen. Bis denn. Guten Appetit beim Essen. Ich werde mal schauen, ob ich einen Niffler finde. Den Beutel habe ich noch ein bisschen dabei. Muss sowieso hier Lila Kröte und Drehkohl finden. Da suche ich auch direkt mal nach deiner Anleitung nach Niffler. Sollte ja gar nicht so weit weg sein. Los, Hippogreif.
Nicht wieder durch die Wand. Nötig nur kurz sagst du. Westlichen Teil verboten war jetzt also hier irgendwo. Nee, Westen ist hier. Also in dem Gebiet sollte man nachgucken. Oh, das ist das Arctio-Duell. Okay, langsam. Na also. Kannst du nicht absteigen? Okay. Merkwürdig. Sieht interessant aus. Wo sind wir hier hineingeraten? Vielleicht gibt es hier keinen. Kein Grund zur Eile, mein Schatz. Das kann ich nicht absteigen. Das ist ja wirklich merkwürdig. Okay, langsam. Na also. Wieso zur Hölle kann ich nicht absteigen? Dann halt nicht. Was sagtest du noch? Links von der Flur fahren wir mit Steckdorn. Dann leicht links. Links von der Flur fahren wir mit Steckdorn. Das werden wir schon finden. Jackdaws Grab, das war doch hier, genau. Dann machen wir mal eine Schnellreise hin. Kann ich auch nicht absteigen, oder?
Na bitte. Kloflamme war jetzt. Links von der Flohflamme ist. Ist hier so in dem Gebiet um den See herum. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Ach nö, jetzt nicht. Wir sind uns mal umschauen. Und ein Zauntaucher. Kann man die einfangen? Wahrscheinlich nicht. Knullmuffs. Haben wir noch ein weibliches? Können wir gebrauchen. Grund zur Aufregung, ich tue dir nichts. Ich passe auf dich auf. Und pinkes. Beziehungsweise violettes. Ich suche einen Niffler. Niffler. Sollten wir vielleicht mal Münzen umherwerfen? Vielleicht haben wir die einen Niffler auf. Ja, hier ist ein Tierwesengebiet. Das sind keine Niffler. Hier sind Gegner. Incendio. Ach nö, Spinnen. Gar nichts gemacht. Ausweichen. Hier sind nur Spinnen. Kein Niffler.
was haben Sie jetzt vor? Schon dann gestern schon die nächste Flugflamme. Bringen wir es hinter uns, ja? Ich habe viel zu tun. Es ist ein Niffler, werde ich hier wahrscheinlich nicht mehr finden. Aber ein paar Wilderer, das ist auch gut. Vermeiden wir etwa unsere Probleme? Nein, meine Probleme, die lösen sich gerade auf. Gut, siege ich. Ich habe genug von Feldkrupp. Ich hoffe, ich muss es nie wiedersehen. Hallöchen. Glück gehabt, du hast doch unseren Ego-Card geklaut. Das ist doch verraten. Niemand da, um den Sieg zu teilen. Die kommen jetzt nicht gern. Habe ich die Markierung gesetzt? Hier ist noch ein Zielgebiet. Mit viel Glück könnte das. Niffler! Sehr schön. Die wissen aus der Reichweite. Auch nö. Na komm schon. Kommt her, hier in der Flur. Hier ist ein Schnatz. Wo verstecken die sich denn? Ich hab doch gerade eben noch welche gesehen. Hier ist ein Niffler. Na? Ruhig. Ich tu dir ja nichts. Das ist der Nächste. Lass das sein. Ich will Niffler-Babys. Ich brauche noch einen zweiten. Moment, ich hab. Verzeihung. Rein mit dir. Es
glaubt Professor Howen nie. Kann ich gucken, was ich im Schnappsack habe? Wo erst im Raum der Wünsche? Nicht, dass dann wieder zwei männliche sind. Schnell mal zur Markierung hin. Den Indien festgesetzt. Die Markierung. Tja. Und dann mal auf zum Recall und zum Lila Kröte. Jetzt haben wir Niffler gefangen. Jetzt geht's weiter mit anderen Tierwesen. Durch die Türme Hogwarts. Einmal durch. Und hoffen, dass ich nicht wieder einmal irgendwo durchfliege. Ich die Markierung hier irgendwie entfernen, die ich auf der Weltkarte markiert habe. Ah ja. Region südlich von Hogwarts. So gut wie da. Und plus macht der Besen mal irgendwie Sachen. Geht grundlos in Sinnflug. Sollte ich untersuchen. So, Futter für meinen Schnappsack. Zweifellos schon lange verlassen. Na, so verlassen dann vielleicht doch nicht.
Ich sehe nicht, was du willst. Du hast uns Trumpel freigelassen, oder? Das war ein großer Fehler. Incendio! Du beschaffst dir doch keine gestohlen. Du hast Kopfschuss. Wofür brauchst du überhaupt einen Kopfschuss? Hier sind noch mehr. Neue Handschuhe. Ein wenig Geld. Natürlich sind Wilder an dem Gebiet, wo wir Tiere besorgen müssen. Das ist ja auch noch. Jetzt wird's spaßig. Ein Fieri und andere Gegner, das kann ja. Na komm. Das Mensch über, ich besiege erstmal die Fieri. So, das war's mit dir. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Wer hier wohl gelebt hat? Ja, die Prüfung Merlins lassen wir erstmal aus. Irgendwas anderes zu tun. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. In Ferie. Incendio. Incendio. Verjagt mich die Drehpuls. Komm schon, ich will doch nur helfen. Ach komm. Wird das jetzt wirklich so schwierig? Stell dich nicht so an. Beruhige dich. Ich tue dir ja nichts. Im zweiten sollte man dich auch mit einfangen. Aber mir reicht hier erstmal einer. Eigentlich, falls ich es nicht schaffen sollte. Kein Grund zur Aufregung. Ich tue dir nichts. Die sind schwerer zu fangen als alles andere. Das stimmt wahrscheinlich nicht, aber. Die sind echt harte Brocken. Jetzt ist alles gut. So, wieder eine Kröte. Ein Schloss? Muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Alte Magiespuren.
Okay, was ist passiert? Aha. Schafspilzmütze. Und noch eine. Auf zu den Niederkröten. Müsste irgendwo ein Tiergebiet sein. Okay, in der Kote, wo bist du? Aha. Lass das sein. Du bist mein... Aufgabe erledigt. Tierwesen und durch den Tag besuchen. Auf jeden. Erstmal. Komm schon, ich will doch nur helfen. Oh nein. Sumpfkrabbler. Der denkt nicht so friedlich. Na komm, lassen wir das. Dann werden die Kröte wahrscheinlich eh nicht in unseren Raum der Wünsche einbringen. So schlecht eh für die Quests zum Abgeben. Selbst wenn. Eine Kröte brauche ich jetzt nicht unbedingt doppelt. So, zurück nach Hogwarts. Ja, wir könnten auch Schnellreisen machen, aber ich flieg lieber. Das Thema hatten wir schon mehrfach. Blick auf den Hintern. Weil der manchmal mal wieder verpackt ist. Okay, Tierwesenunterricht am Tag. Wir dürfen mal landen dürfen und landen können. Und Tierwesenjäger. Ach, schade. Und da die Eulerei. Keine Flug durch die Eulerei.
Oh nein. Kollision voraus.